Herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge hier irgendwo in Thüringen. Heute wird noch ein bisschen im Sägewerk gearbeitet, also die Restarbeiten, Holz verteilen. Und dann schauen wir mal, dass die heutige Folge dann auch die Serie für heute beenden. Dann wünsche ich euch mal viel Spaß. Du bist noch im Wald? Immer noch, ja, aber bald ist kein Wald mehr da. Dann müssen wir nachpflanzen. Nee, das werde ich dann verkaufen, einfach das Grundstück und. Ja, das kannst du machen, sicherlich. Also für die Karte ist es besser, wenn keine Bäume stehen. Performance-mäßig. Aber das musst du machen, wie du möchtest. Ja, aber für die Optik ist es vielleicht besser, wenn man nachpflanzt, aber. So oft fahr ich da nicht lang, du. Das musst du für dich entscheiden, was du machen willst. Naja, wirtschaftlich gesehen war es besser, einfach verkaufen dann, ne? Ja, sei denn, du willst in 7 Jahren Wald haben, ne? Also, könnte ja auch sein, ne? Ja, aber das ist wirklich sehr, sehr lange Zeit, ne? Naja, wir könnten ja auch theoretisch zur nächsten Zeit auf 6 Tage umstellen. Das wäre ja vielleicht ein bisschen dran vorankommen, ne? Aber wie gesagt, wir haben hier genug Wälder zum Kaufen, also. Zumal ja irgendwann hast du ja auch mehr Felder, dann hast du da auch genug Arbeit. Also unbedingt Wald anpflanzen. Ist bei mir ein bisschen anders. Ich habe ja ja ein eigenes Sägewerk, da macht ja Sinn, ne? Und bei dir ist das Prinzip jetzt Grunde wurscht. So. Ich sag mal, so viel, wenn du Lust hast, kannst du gerne pflanzen und wenn nicht, dann lässt halt bleiben, ne? Und das musst du ja auch nicht heute entscheiden, das kannst du ja auch 3 Wochen tun. So, und ich werde mal hier mal den Boden ein bisschen anheben, damit der Verkaufspunkt etwas höher liegt, beziehungsweise ein Sägewerk mag er auch nicht so richtig. Aber planieren, das geht ganz gut. Weil irgendwie die Tricke allgemein etwas zu tief und dadurch habe ich Probleme, dass er die Balken annimmt, also nur in der Höhe ist. Darum probiert man aus, ein bisschen anzuheben und dann das besser hinzukriegen. Das macht ja rein optisch nichts aus, also versucht mal klug. Natürlich ist es dunkel und ein bisschen blöd. Dann hänge ich am blöden Rohr fest. Wo läuft denn Dynamit raus hier? Zurückfahren. Ah, jetzt geht's. Ja, die Balken sind ein bisschen komisch, aber sind ja auch Eierpaletten bei mir. Oder Kisten, keine Ahnung. Haben die Eier hier gehabt? Oder Karte. Beziehungsweise Hühner. So, mal abladen.
Da hatte ich mal einen Riesenschwung, ne? Der LKW war voll und jetzt haben wir einen Haufen von, ja, drei Häusern. Muss ich später nachschieben. So. Lege ich auf, das heißt ein bisschen angleichen. Wahnsinn. Ich habe ein bisschen zu eng gebaut, die ganze Schoße. Also wer sowas bauen möchte, empfehle ich ruhig etwas großzügiger sein mit dem Platz. Dann gibt es auch weniger Schwierigkeiten. Ich habe auch die Kante so blöd gesetzt, dass große Fahrzeuge kaum durchkommen. Im Helm muss man noch kurz korrigieren. Ich versuche mal die großen Balken zu verkaufen. Vier Stück, aber müsste sich jetzt lohnen normalerweise. Wenn mir meines Tages mal für 12 gehört, dann werde ich dann entsprechend nochmal korrigieren. Mit Terraforming ein bisschen anpassen, bis zumindest etwas mehr Platz ist. Ich habe die LAN-Funktion ausgemacht, sonst hätte mir die ganzen Eierpaletten die Balken raufgespissen. So, wenn wir die Balken verkaufen. Ja. Das klappt wenigstens. 15.000 für zwei. Man freut sich. Ein bisschen Bargeld kann ich mir brauchen. Weil die Bank lauert ja schon drauf, ne? Auf die Rate. Jetzt kommt eh gleich das Geld für das braune Gold. Hab ich ordentlich verkauft, dann hat sich gelohnt. Oh, 38.000. Ach, du hast verkauft. Bei mir? Ich hab's nicht gekriegt. Jetzt. Ja, Kreditzinsen sind 4.770. Wahnsinn. Gut, der wäre fertig. Guck mal, was Mission machen. Mission sieht gut aus. Der braucht noch, ja, zeitlich leider 11 Minuten noch. Das passt da schon fast. Schaffen wir fast in der Folge. Das war 86%. Und der Düngerstreuer ist gerade mal zur Hälfte leer. Das ist viel. Wer ist fertig? 30.000 gingen da rein, oder? Ja. Der erste ist fertig. Also da brauchst du praktisch zweimal die Hälfte, also. So um die 15.000 pro. Also der erste hat verbraucht. Gut, der hat die erste Runde nicht gefahren, ne? Die faule Sau wollte nicht fahren. Ja.
Wenn ich Glück habe, schafft der andere das, die Prozente, weil ich habe aktuell 86%. Ansonsten muss ich gleich mal, was ich gleich machen kann, ich kann jemanden entlassen und dann kann ich gleich mal das nachfahren. Denn der Streifen ist also zu sehen, der Kurs. Und dann kann ich ja in die Bahn manuell fahren, ne? Und das ist erledigt. Ist der andere entsprechend früher fertig, ne? Denn normalerweise hätte er ja im Prinzip. Oh, hier im Feld merkst du schon die FPS-Zahl, wie die runtergeht. Das Getreide ist doch ganz schön, ja, belastend. Ich habe aktuell 25, 24. Aber es ist nur ein Getreidefeld. Aber so geht das schon. Oh, jetzt geht's wieder, hat er sich gefangen. 40. %89. Und dann klingelt dann ja eine Kasse. Also ganz blöd wird es laufen, wenn jetzt hier der Wachstum durchläuft. Dann war Dünger umsonst. Weil dann erkennt er nur das an, was du jetzt gerade jetzt wieder machst, ne? Ja, dann kannst du mich von vorne starten. Dann kannst du durchmachen heute. Aber in 6-Tage-Rhythmus kommt der Wachstum eigentlich um 2 ungefähr. Und bis dahin bin ich fertig. Bis dahin bin ich fertig. 90%. Bist du müde? Nee, überhaupt nicht. Dann stell dir vor, du müsstest Nachtschicht arbeiten. Hast du schon mal gemacht? Das habe ich mal sogar eine längere Zeit gemacht, aber ist schon lang aus. Also die ersten Tage gingen einigermaßen. Also Montag war es ja schön, weil Montag bist du ja erst um 10 Uhr angefangen nachts. Dann hast praktisch hast einen freien Tag gehabt, ne? Aber Freitag hast du angekotzt. Ja, Freitagabend bist du im Prinzip zur Arbeit gefahren. Und andere haben gesagt, jetzt Wochenende, ne? Und dann bist früh um 6 Uhr. Oh. Ich meine, gut, im Normalfall haben sie sich früh nicht mehr Druck gemacht, ne? Aber wenn die Produktion läuft, dann läuft die, ne? Das ist ja das Problem. Du kannst ja nicht wegrennen, wenn zum Beispiel jetzt flüssiges Harz fließt, denn das Ding läuft, das kannst du nicht ändern. Im Grunde kannst du nur hoffen, dass bald die nächste Schicht kommt und dich ablöst. Mehr kannst du nicht machen. Und wenn es schlimm läuft, also ganz dämlich läuft, die verspäten sich alle, dann
machst du länger. Und wenn die gar nicht kommen, dann heißt es irgendwann ausfahren, ne? Und putzen, waschen. Und damals warst du gerade streng mit 10 Stunden, ne? Bloß nicht drüber. Lieber ein paar Minuten früher aufhören. Heute ist es scheißegal, heute wären es 12 Stunden. So 8% brauche ich noch, Junge, 8% noch. Aber die mache ich jetzt offstream. Ich sag mal, im nächsten Livestream werden wir sehen, ob wir abkassieren können. Oder auch nicht, mal sehen. Vielleicht machen wir das heute noch fertig. So, liebe Schauer, das soll es heute gewesen sein. Ich sag mal tschüss und ciao, ciao. Hoffe, es hat euch gefallen. Jo. Freitag. Heute, also im Prinzip. Abends, denkt mal so, ist normale Zeit, 20 Uhr. Du hast Spätschicht, ne? Ja. Ja, dann wird es eher 8:30. Also nicht früher auf keinen Fall, also mit eher nichts, weil der Abend wird lang bei der Arbeit. Tschüss. Tschüss.